Willkommen zum Let's Run Nummer 125, heute in Burg Steinfurt beim Abendlauf über die 10 Kilometer Strecke. Während wir hier allerdings erst nochmal den Sieger über 5 Kilometer einlaufen sehen, das ist der Max Podewski und gleich die Dame Sarah Baxmann direkt hinterher. Denn der Start von den 10 Kilometern, der ging gleich richtig schnell los, da hatte ich die Kamera noch gar nicht richtig an. Und wir haben hier bestes Wetter bei 30 Grad und für mich der erste Wettkampf wieder seit langem. Deshalb werde ich euch da ein bisschen etwas zu erzählen, warum es so lange von mir erstmal nichts gab. Und das war der Start von den 10 Kilometern hier. Ganz vorne läuft schnell vorneweg Rashid Sophie, wie man sieht. Und das ist ein Tempo gewesen, wo ich aktuell gesagt habe, das kann ich definitiv nicht mitgehen. Wer weiß, was er da vorne läuft. Ich kann es schon mal vorwegnehmen. Er ist am Ende eine 33:20 gelaufen. Das wäre zu meinen Bestzeiten dann drin gewesen, aber lange nicht heute, denn ich habe ja mindestens so ein Dreivierteljahr jetzt nicht mehr richtig trainiert, da bei mir einige Sachen dazwischen kamen, Hauskauf, Renovierung und dann noch kleinere Krankheiten, so Erkältung. Ich habe mir die Augen gläsern lassen, Nebenhöhlenentzündung hatte ich und dementsprechend habe ich da nie wirklich intensiv trainieren können, bis jetzt ich im Juni wieder ordentlich anfangen konnte. Deshalb habe ich mir hier beim Steinfurter Abendlauf gesagt, ich will einfach mal gucken, was ich jetzt für eine Zeit stehen habe, was kann ich jetzt laufen, auch wenn es natürlich extrem warm ist, aber einfach mal eine Bestandsaufnahme machen, wo steht man, auch wenn man hier dann eben voll abkackt und das natürlich mit den Zeiten vom letzten Jahr überhaupt nicht bei mir zumindest zu vergleichen ist. Ja, hier vorne mit dabei sieht man Alexander Schill mit der Mütze und Philipp Thies daneben in Schwarz von der Running Crew Münster. Wir waren dann zu dritt eben an zweiter Position jetzt hinter dem nächsten und dementsprechend haben wir alle dann auch gesagt, nee, der ist zu schnell unterwegs. Und ich habe mir gesagt, okay, ich bleibe jetzt einfach mal hier hinter, versuche einfach mal auf Platz 3 oder 2 dann zu bleiben, je nachdem natürlich, wie die beiden hier dann noch anziehen oder nicht und wollte einfach mal gucken, wo ich aktuell stehe. Ja, die erste Runde war allerdings schon viel zu schnell, da sind wir in einem Tempo von 3,20, 3,25 oder sowas losgelaufen, die ersten 1-2 Kilometer und das war für mich zum aktuellen Zeitpunkt auch überhaupt nicht machbar. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich auch nochmal die Zuschauer hier anhören und ein bisschen Atmosphäre reinbekommen. Die zweite Runde habe ich dann nicht mehr ganz auf Kamera, da ich nur maximal 30 Minuten mit der Kleinen aufnehmen kann. Deshalb wundert euch nicht, ich lasse jetzt aber trotzdem erstmal laufen. Ja, insgesamt hat man gesehen, gab es hier so zwei kleine Runden am Anfang und jetzt drei große Runden, die hier aus der Stadt rausgehen, aus der Innenstadt ins Banjo rein. Da gibt es dann eben auch noch ordentlich Schatten, das ist gut. Aber wie man auch sieht hier, die Strecke ein bisschen schwierig, Kopfsteinpflaster, das ist extrem glatt, gerade wenn man auch Schuhe anhat, die ein bisschen schneller sind und weniger Profil haben. Plus gleich im Park nochmal Schotterwege, wo man dann natürlich auch nicht richtig Tempo machen kann. Viele kleine Kurven und so weiter. Dementsprechend ist das jetzt nicht die mega schnelle Strecke, aber dafür extrem toll, weil man eben auch oft bei den Zuschauern vorbeikommt und deshalb auch immer wieder lohnenswert hier zu laufen, sehr abwechslungsreich und bin da gerne immer mit dabei.
da für mich die Saison jetzt erst so richtig losgeht, wollte ich natürlich hier erstmal gucken, wo ich stehe. War aber schon kurz davor, nach 5 Kilometern, weil mir das dann doch zu schnell war, aufzuhören. Und dachte mir so, ja komm, jetzt selbst wenn du gehen musst zwischendurch oder sonstiges, du läufst jetzt einfach zu Ende, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn du irgendwo nur auf Platz 4, 5 oder sonst was landest. Du läufst das Ding zu Ende und guckst einfach, wo deine aktuelle Form, deine Zeit steht. Hier sieht man schon, nach Kilometer 2, gleich wenn das Schild kommt, dann kann man die Zeit dann besser nehmen, also 6,50 ungefähr. Das wäre dann bis jetzt eben ein Tempo von 3,25, am Anfang ein bisschen schneller. Und das war für mich definitiv zu hoch. Die ersten 2-3 Kilometer gingen noch, aber dann war für mich auch wirklich die Luft raus. Ich habe mich auch gefreut, dass die beiden hier, wie man oben an der Pace sieht, irgendwann auch mal so um die 3,40, 3,45 zwischendurch laufen. Habe mich dann aber schon hier so ein bisschen dahinter gesetzt und habe dann gesagt, okay, ich mache hier natürlich kein Tempo oder sonstiges. Ich halte mich da raus und werde mich da einfach ein bisschen hinterklemmen und gucken, wie weit ich jetzt damit einfach komme. Das war meine einzige Möglichkeit und da sieht man auch schon, wie entsprechend hier jetzt der Philipp Thies nach vorne geht und da das Tempo doch ein bisschen erhöht, sieht man auch oben an der Pace, wir sind wieder bei 3,30 und habe mir dann eben gesagt, okay, wenn der jetzt wegläuft, dann lässt den auch laufen und der erste war ja sowieso ganz vorne wieder mit dabei und gar nicht mehr zu sehen und dementsprechend hatte sich das zumindest hier, was den Sieg oder die Plätze 2 3 betrifft, schon fast erledigt, weil ich natürlich dann auch nicht wusste, wie entsprechend hier Alexander heute drauf ist. Mein Training die letzten Wochen bestand dann eben hauptsächlich aus entweder kurzen Intervallen, wo ich mal so 200, 400, 500 gemacht habe, aber jetzt auch keinen wirklichen 5 Kilometer, 10 Kilometer Tempolauf oder sonstiges. Da bin ich dann doch jetzt erstmal dabei, wieder ins Training reinzukommen. Gewicht kommt natürlich jetzt auch, das ist wichtig, das Körpergewicht runterzubekommen. Da habe ich zumindest auch die letzten Wochen ein bisschen dran gearbeitet, dass ich da jetzt schon 1-2 Kilo wieder runter habe. Jetzt irgendwo so bei 62,5 rumtingel, aber vor diesem Lauf hier war ich bei 63,6, also über einen Kilo schwerer, als ich eigentlich hätte sein müssen. Und das lag auch daran, dass ich bei diesem ersten Lauf jetzt einfach auch mal gucken wollte, was passiert denn, wenn ich jetzt auch Kohlenhydrate vorher lade, was ich natürlich jetzt im weiteren Verlauf dann nicht mehr mache. Das heißt, ich werde jetzt natürlich strikt ketogen mich ernähren, werde die Kohlenhydrate so weit runterfahren, wie es nur irgendwie geht, werde mal mein Training optimieren, meine Regeneration optimieren. Da habe ich jetzt auch noch einige Tests mit am Start, die ich mit einbauen werde in den nächsten Videos. Zum einen habe ich ein Saunazelt, so ein ganz kleines, wo man sich reinsetzt, günstig, reicht völlig aus für 70 Grad. Damit möchte ich dann die Regeneration auch fördern, die Durchblutung fördern und ich möchte mich natürlich so ein bisschen auch gegen die Hitze abhärten, weil hier im Sommer natürlich auch, wenn der Marathon in Münster dann kommen sollte, im September wieder, dann will ich da natürlich auch optimal dastehen. Dann sind natürlich auch noch andere Wettkämpfe, die jetzt im Sommer noch kommen, auch längere Sachen, Halbmarathon, aber wahrscheinlich auch erst nach den Sommerferien. Wir werden mal schauen. Zum zweiten habe ich Reboots zum Testen. Das sind so Recovery Boots, hat man vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind Hosen, die man sich anzieht, wo Luft reingepumpt wird, die dann eben auf die Muskulatur drücken und dadurch die Regeneration fördern sollen. Die habe ich auch schon ein halbes Jahr hier liegen, konnte sie bis jetzt aber noch nicht intensiv testen, da ich ja auch kein intensives Training gemacht habe und durch die Krankheit, Augenlasern und so weiter immer wieder 2-3 Wochen komplett raus war aus dem Training. Dann lohnt es sich da nicht wirklich oder ich kann dann einfach auch nicht richtig testen, wenn ich dann nicht intensiv trainiere und wirklich Muskelkater habe oder ähnliches. Diese Tests werden jetzt aber auch kommen, da werde ich euch in den nächsten Wochen immer wieder auf dem Laufenden halten. Meine Ernährung ist jetzt auch wieder voll umgestellt auf ketogen und da werde ich euch zeigen, wie sich meine Werte entwickeln. Ich nehme auch Körperfettanteil und solche Sachen. Also das ganze Programm wird jetzt auch in Vlogs auf diesen Kanal kommen und da könnt ihr natürlich jetzt gerne einfach mal abonnieren, die Glocke aktivieren und werde dann mitbekommen, wie mein Training in den nächsten Wochen läuft, wie die Tests laufen mit dem Saunazelt, mit den Recovery Boots und vielen anderen Sachen, die ich dann noch mit ausprobieren werde. Die ein oder anderen Supplemente etc. sind dann natürlich auch mit dabei. Werde einfach mal gucken, macht es einen Unterschied mit Kreatin oder ohne oder mit anderen Geschichten, die ich dann eben mit einbaue.
Aber genug dazu. Ihr wisst, das Training geht jetzt wieder richtig los. Auf Patreon werde ich da übrigens nochmal ein bisschen intensiver reingehen, was genau ich an Supplemente nehme. Wer mich also unterstützen möchte, kann das auf Patreon gerne machen. Denn da findet ihr dann noch tiefergehende Sachen, die ich jetzt auch nicht unbedingt jedem dann erzähle, wie ich ganz genau trainiere, warum ich was mache und so weiter. Da werde ich auch nicht alles öffentlich machen. So ein paar Key-Einheiten will ich dann doch eher nur für Patreon bereithalten. Also ein bisschen Unterstützung auch für diese Videos hier würde mich sehr freuen. Ja, hier kommen wir wieder zurück in die Stadt. Hier sieht man natürlich auch, dass man jetzt so nach der Hälfte Runde draußen, dass man wieder zum Marktplatz läuft und dass hier natürlich auch viele Freunde, Familie und so weiter stehen können. Und da hat man natürlich dann, wie gesagt, immer wieder viel zu gucken. Die schöne Innenstadt hier mit den ganzen Fachwerkhäusern, den Kirchen und so weiter. Also die Laufstrecke ist sehr schön, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt die optimale Laufstrecke ist, die man sich so vorstellen könnte, aufgrund eben hier der Kopfsteinpflaster. Hier geht es auch wieder so leicht hoch, gleich geht es leicht runter. Man hat viele enge Stellen, wo man natürlich jetzt auch ein bisschen Tempo rausnehmen muss. Und wenn es regnet, ist es dann natürlich noch ein bisschen glitschiger, das ist klar. Und hier sieht man auch schon oben, wenn man die Pulskurve sich mal anschaut, das ist die weiße grau unterlegt. Da sieht man schon bei 186, 187er Puls. Da ist das Ganze noch so ein bisschen in Ordnung, aber gleich so beim nächsten Anstieg hinter der nächsten Kurve geht der Puls dann auch schon auf die 190 zu. Und da habe ich dann schon gemerkt, puh, das Tempo ist dann auch schon extrem hoch. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalten kann und war dann, ja, wo der Puls auf 190 geht und darüber ist man dann eben auch schon mal an seinem Limit und weiß dann eben, ich habe jetzt noch über 5 Kilometer, 6 Kilometer hier und da muss man wirklich ein bisschen Willenskraft mit einbringen, um dann zu sagen, okay, ich laufe das Ganze jetzt noch zu Ende. Hier Alexander Schill, die ganze Zeit bei mir unterwegs gewesen, da habe ich mich dann eben so ein bisschen dran gehangen, der ist ein relativ gleichmäßiges Tempo dann hier weitergelaufen. Oben sieht man es, eine Pace von 340, die Watt bei mir sind dann eben so um die 300, eigentlich so das, was ich ja bei einem 10 Kilometer Lauf locker laufen möchte im Training, sag ich mal, weil das meine Critical Power aktuell so ist, wo ich dann auch wirklich eigentlich eine Stunde laufen sollen könnte, aber das ist aktuell wirklich nicht möglich. Da fehlt es nicht gerade jetzt auch in den Beinen, in der Kraft, sondern es fehlt tatsächlich an der Ausdauer, an der VO2 Max, denn die liegt jetzt nach diesem Wettkampf zumindest berechnet bei 62, was bei mir schon extrem niedrig ist, aber das ist jetzt die große Geschichte, die eben euch zeigen soll, dass man eben auch schnell wiederkommen kann. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich jetzt 2-3 Wochen wirklich mal härter auch wieder trainiere, dass ich dann eben auch die Leistung wieder deutlich erhöhen kann, auch schnell erhöhen kann und dann wahrscheinlich so in 3-4 Wochen bei einem 10er mit Sicherheit schon wieder 1-2 Minuten schneller laufen könnte als jetzt hier noch. Und das ist ja auch dann spannend, einfach mal zu verfolgen, auch wenn man jetzt hier in Anführungsstrichen am Boden liegt, was seine Leistung betrifft, dass man nicht aufgeben sollte, sondern dann eben einfach versuchen sollte, schnellstmöglich wieder hochzukommen. Hier sieht man der Puls 192 und da habe ich dann eben gesagt, okay, jetzt muss ich einen Schritt rausnehmen. Habe dann hier eben, wie man sieht, jetzt auch mich so ein bisschen anders positioniert, wo ich dann eben versucht habe, auch ein bisschen lockerer zu werden in den Beinen. Jetzt geht es gleich in die zweite große Runde, die ich dann auch nicht auf Kamera habe, wo ich die Kamera ausgemacht habe, um entsprechend nochmal ein bisschen Speicherplatz zu sparen. Und jetzt Alex Schill und Daniel Kugger auf den Plätzen 3 und 4. Das Wasser kippt man sich einfach ins Gesicht, um sich ein bisschen abzukühlen. Und jetzt geht es halt in die nächste Runde, wo ich dann fast aufgeben wollte. Aber wir sehen uns gleich in der letzten Runde wieder. Und hier sind wir kurz vor Kilometer 8.
ja, die Runde hier schon im vollen Gange, die letzte Runde. Und da habe ich die Kamera wieder angemacht. Es fehlt leider am Ende dann trotzdem nochmal die letzte Minute. Aber was Großartiges ist hier auch nicht mehr passiert. Wie man sieht, laufe ich jetzt alleine hier. Alexander Still, der ist weit vorne weggelaufen. Und einer, den man hier vorne noch ganz klein sieht, hat mich noch überholt. Das war der Benno Hille. Der hat mich dann noch auf dieser Runde gekriegt. Und ja, obwohl ich den die ganze Zeit vor mir habe laufen sehen, hatte ich da gar keine Ambitionen mehr, in irgendeiner Weise jetzt noch dran zu bleiben. Hier Kilometer 8 sieht man 29,10. Also da war die Zeit dann sowieso, ja, nicht mehr wirklich gut. Wo ich vorher noch auf einer 36 oder so unterwegs war, war ich jetzt schon eine Minute dahinter. Und das einzige Ziel, was ich jetzt wirklich noch hatte, war, irgendwie ins Ziel zu laufen, auch wenn ich versucht habe, hier den Puls runterzubekommen. Da war ich mal wieder bei 185, aber jetzt geht er auch wieder richtig hoch hier gleich und hatte dann immer so ein leichtes Intervalltraining, sag ich mal. So, hier die Watt auch bei 280, da bin ich ja 200 Watt drunter gewesen, ja, als das, was ich eben noch vorher die ersten 3, 4, 5 Kilometer gelaufen bin. Also man sieht auch die Pace 355 mal 4 Minuten, dass ich da richtig habe rausnehmen müssen, um da entsprechend noch irgendwie ins Ziel zu kommen. Trotzdem, alles in allem, für mich dieser Wettkampf jetzt erstmal wichtig zu wissen, wie sieht so eine aktuelle Zeit eigentlich aus, die man laufen könnte in einem Wettkampf. Ja, mit 36, 56, die ich am Ende hatte, 57, war das Ganze dann ganz knapp noch unter 37 Minuten, wo ich nochmal für mich zumindest, für mein Gewissen, so einen kleinen Endspurt eingelegt habe, um zumindest noch unter die 37 zu kommen. Aber ihr wisst, ich bin ja auch schon 33, 26 gelaufen und von daher weit weg von dem, was ich ja letztes Jahr gelaufen bin. Und da wird jetzt noch einiges zu tun sein, was das Training betrifft. Und ja, die 37 Minuten jetzt sind eigentlich Zeiten, die ich normalerweise im Training auch gelaufen bin. Man muss natürlich sagen, klar, die Hitze, das macht immer noch mal so eine halbe Minute oder sogar eine Minute aus. Bei über 30 Grad ist das schon ziemlich hart. Das muss man einfach sagen. Und da macht der Körper dann eben auch lange nicht mehr mit. Und gerade auf der letzten Runde hat man natürlich auch einiges zu überholen hier. Da habe ich mich dann einfach hier zwischengequetscht. Da hätte ich mal früher rufen sollen. War jetzt mein Fehler, dass es so ein bisschen da durcheinander ging. Aber man sieht auch, der Puls hier bei 194, da denkt man dann sowieso nicht mehr so großartig nach. Wenn man dann eben an seinem Maximalpuls hier läuft, habe ich mir auch gesagt, okay, ich muss hier wieder Tempo rausnehmen. Bin wieder 4 Minuten gelaufen, hier ein bisschen bergab und wollte einfach nur noch die letzten 1,5 Kilometer ja, trotzdem in einem guten Tempo durchkommen, damit ich eben am Ende auch eine valide Zeit stehen habe, die ich gerade nehmen kann. Aber trotzdem halt nicht zu schnell, dass ich eine kleine Gehpause wieder machen muss. Die musste ich nach 5 Kilometer ungefähr mal kurz machen, weil ich da eben auch am Limit war und dementsprechend ja alles rausgeholt hier. Aber ich freue mich trotzdem auf die nächsten Wettkämpfe, denn die Wettkämpfe sind für mich einfach der beste Trainingseffekt, den ich eben haben kann. Gerade für die maximale Sauerstoffaufnahme, für eben die Wettkampfhärte und natürlich auch dafür, dass man wieder Mitochondrien bildet, die mir jetzt natürlich ein bisschen fehlen. Da ich das Ganze auch Low Carb machen werde, beziehungsweise ketogen, auch die Kohlenhydrate maximal minimieren werde, wird es auch spannend zu verfolgen, ob man damit jetzt die Leistung auch wieder sehr schnell aufbauen kann, was natürlich dann auch interessant ist für den einen oder anderen da draußen, der vielleicht sowas auch mal machen möchte. Gehen wir jetzt mal kurz die Sieger nochmal durch. Wir haben also auf Platz 1 hier Rashid Sophie in 33,20, dahinter Philipp Thies mit 34,20. Ja, das wäre an einem, oder letztes Jahr wäre das noch locker möglich gewesen. Alexander Schill dahinter mit 36,25. Das wäre für mich eigentlich wünschenswert gewesen, da zumindest dran zu bleiben. Aber durch das hohe Anfangstempo war das für mich einfach nicht durchzuhalten. Benno Hille dahinter 36,40. Ja, den habe ich zwar noch gesehen hier, aber auf den letzten Kilometer da irgendwie nochmal 20, 25 Sekunden rauszuholen, das wäre wahrscheinlich auch zu hart gewesen. Dann ich mit 36,57 auf Platz 5. Naja, ist halt so, kann halt mal passieren, macht aber nichts. Und dementsprechend bei den Frauen hier natürlich auch nochmal Antonia Rewa mit 40,09, Judith Krechting und Ida Bollenberg auf Rang 1, 2 und 3. Ich freue mich auf jeden Fall, dass hier
trotz des Wetters auch noch relativ viele mit am Start waren. Und dementsprechend muss man bei Hitze eben auch mal einen Wettkampf machen oder trainieren, um da natürlich eine gewisse Härte zu bekommen. Ihr könnt sehr gerne unterstützen, entweder durch eine direkte Spende auf PayPal oder Banküberweisung oder auf Patreon. Da bekommt ihr auch nochmal richtige Hintergrundinfos und noch mehr Einblicke in mein Training, genauere Analysen. Auf Patreon bekommt ihr dann eben auch nochmal etwas mehr dazu. Ansonsten schaut euch gerne meine Bücher an, meine Ernährungstabelle oder ein Coaching von mir, ein Ernährungscoaching auch für Sportler, für Übergewichtige, für Untergewichtige. Das ist völlig egal. Es gibt einen kostenlosen Fragebogen, den ihr ausfüllen könnt. Und ansonsten ist zu diesem Lauf nicht mehr viel zu sagen. Man sieht, vor mir ist Leere, hinter mir war eben auch Leere. Da hatte ich jetzt auch nichts Großartiges zu befürchten. Da kam dann eben ja 2 Minuten hinter mir auch nichts mehr. Und deshalb bricht die Kamera hier auch leider oben gleich ab. Das heißt, es fehlt der Zieleinlauf. Den habe ich nochmal ein bisschen schneller gemacht, habe da nochmal Gas gegeben, damit ich unter 37 komme. Aber das ist natürlich nicht das Ziel, was ich dieses Jahr habe. Das ist der Marathon in, ja, zumindest unter 2:30 soll der stattfinden. Und auf den 10 und 5 Kilometern möchte ich auch neue Bestzeiten laufen. Und deshalb wird es jetzt auf jeden Fall richtig spannend, was abgeht. Also hier auch vielen Dank immer an die Leute, die mich unterwegs dann sehen und grüßen. Da grüße ich gerne zurück. Jetzt ist es vorbei. Gebt einen Daumen nach oben. Abonniert gerne, verfolgt auf Patreon und Co. Bis zum nächsten Laufen.